Viele Geschäfte haben seit Montag wieder geöffnet. Auch Hans-Jörg Blender ist mit dem Team von seinem Autohaus wieder startklar. Also wir waren froh, dass wir unsere Werkstätte geöffnet haben konnten. Das war schon immerhin etwas, das heißt, dass eigentlich das normale Geschäft weitergelaufen ist. Aber hier alles abgesperrt zu haben, den gesamten Bereich Verkauf, war schon etwas eine komische Stimmung. Man wusste nicht, was darf man, was kann man den Kunden zumuten. Und auch natürlich hält das länger an, wie sichern wir eigentlich im Prinzip unsere Arbeitsplätze im Verkauf, wie geht das Ganze. Es war schon etwas anstrengender heute, wo wieder alles offen ist, bin ich eigentlich schon wieder ein glücklicherer Mensch. Wie beurteilen Sie die neuen Maßnahmen, gerade auch im Hinblick auf Ihre Kollegen, die nicht öffnen dürfen, weil sie über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben? Also wir sind froh, ich verstehe zum Beispiel auch nicht, bei uns war das ja das Thema, wir mussten unsere Verkaufsfläche absperren, konnten den anderen Bereich weitermachen. Warum jetzt bei einem Grad zum Beispiel nicht möglich ist, ein Stockwerk abzusperren, aber ein Seemax öffnen darf. Das heißt, hier muss ich sagen, da besteht noch Nachholbedarf bei den politischen Entscheidern, denn das ist nicht gerecht. Und vor allen Dingen kann es auch nicht sein, dass dieses in einem Bundesland erlaubt ist, im anderen wieder nicht. Also über diese Kleinstaaterei sollten wir eigentlich hinüber sein. Was haben Sie jetzt für Maßnahmen getroffen, um Ihre Kundschaft zu schützen und auch Ihre Mitarbeiter? Also die Anforderungen der Politik natürlich, ich schreibe am 18.04. oder 17.04. und am 20. soll schon alles umgesetzt sein, ist schon etwas anspruchsvoll. Aber da wir uns ja vorher schon mit der Situation vertraut gemacht haben, mussten wir jetzt noch ein paar Schilder ändern, mussten jetzt noch ein paar Dinge jetzt zusätzlich bestellen, wie das heißt Desinfektionsmittel für die Kunden bereithalten, dann noch auch jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit für Schlüssel zur Übergabe, dass sie nicht durch diverse Hände geht, diese Möglichkeiten zu schaffen. Wir brauchen noch ein paar Tage, aber ich bin guter Dinge, dass wir dieses machen. Und jetzt morgen Abend haben wir eine Besprechung, wo wir dann miteinander auch nochmal diese ganzen Dinge auch nochmal so für den Gesamtbetrieb alles durchsprechen, wo jeder seine Ideen einbringt und sagt, okay, was können wir noch alles gemeinsam tun, um auch die Sicherheit der Kunden und die Sicherheit der Mitarbeiter hier und nach den Anforderungen, die wir zu erfüllen haben, zu verbessern. Und haben Sie schon Rückmeldungen von den Kunden bekommen? Wie reagieren die jetzt auf die Öffnung und auf die Maßnahmen, die da jetzt getroffen wurden? Also heute waren schon ein paar da, die auch auf ihre neuen Autos warten. Grundsätzlich glaube ich, die Kunden sind auch froh. Sie sehen aber auch, wenn man hier in den Betrieb schaut, dass wir diese Dinge respektieren. Das heißt, es ist ein Schutz da für die Kunden, Schutz da für die Mitarbeiter. Und man sieht ja auch, und das ist eigentlich auch ganz wichtig, darum hat das alles ja nur funktioniert, die Kunden machen von sich aus ja schon vieles richtig. Also das heißt, ohne das, dass sich ja praktisch ganz Deutschland nicht an diesen Richtlinien gehalten hätte, wir haben ja nicht heute bei der Öffnung. Also da müssen wir auch im Prinzip Danke sagen zu allen Bürgern in Deutschland. Nur durch dieses ist es möglich geworden und wir versuchen natürlich diesen Anspruch auch hier weiterzuleben. Gut, vielen Dank. Bedanke mich auch für Ihre Fragen.